In dem heutigen Video zeige ich euch, wie man diese drei süßen Käsezeichen selber macht. Wir fangen an mit diesem kleinen viereckigen. Zuerst braucht ihr ein rechteckiges Papier. Ihr könnt natürlich die Größe selbst bestimmen. Ich habe es 15x15 gemacht, weil ich möchte nicht so ein großes Lesezeichen und das ist schon ziemlich groß, glaubt mir. Also größer würde ich es auf keinen Fall machen. Vielleicht ein bisschen kleiner. Wenn ihr das ausgemessen habt, könnt ihr das ausschneiden. Dann faltet ihr die zwei gegenüberliegenden Spitzen aufeinander, faltet es auf und jetzt nehmen wir die anderen beiden gegenüberliegenden Spitzen und faltet sie aufeinander. Faltet es natürlich wieder auf und dann faltet ihr drei Spitzen bis zur Mitte und die vierte Spitze, die vierte Ecke bleibt geöffnet. So, jetzt legt ihr das Papier so hin, damit die offene Ecke nach rechts zeigt und dann nehmt ihr die linke untere Ecke und faltet die auf die rechte obere Ecke. Ungefähr so. Danach nehmt ihr die linke obere Ecke und faltet sie nach unten auf die rechte untere Ecke. Und dann habt ihr so ein Rechteck nochmal. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist diese eine Lasche zu nehmen und die in die große Lasche hier zu stecken. Nicht in die innere, sondern in die äußere, damit es nicht mehr aufgeht. So, und jetzt könnt ihr euer Lesezeichen verzieren, wie ihr wollt. Ihr könnt Sticker draufkleben oder Sprüche draufschreiben. In meinem Fall habe ich jetzt einfach ein Smiley draufgemalt. Aber das ist vollkommen euch überlassen. Und so sieht er dann aus. Jetzt geht's zum zweiten Lesezeichen. Dazu malt ihr auf ein Stück Pappe euer Motiv auf. Ihr könnt malen, was ihr wollt. Schnurrbärte, Herzchen, Blümchen, was ihr wollt. Ich habe mich für ein Herz entschieden. Einfach weil ich nicht so kreativ bin und nicht so gut malen kann. Dann schneidet ihr das aus. Dann legt ihr das auf ein anderes Stück Pappe und messt ungefähr die Breite davon aus und schneidet dann einen schmalen Streifen davon ab. Darauf verteilt ihr Kleber auf die Enden und klebt es an die Rückseite eures Herzes. So. Das lasst ihr ein bisschen trocknen, drückt es richtig schön an und dann in der Zwischenzeit, wo es trocknet, verziert ihr einfach euer Herz, so wie ihr es gern haben möchtet. Sieht dann so aus. Und jetzt das letzte kleine Monster. Dazu nehmt ihr einen farbigen Karton oder eben wieder ein weißes Papier, wie ihr es möchtet, aber ich würde etwas stärkeres Papier empfehlen. Und dann malt ihr ein Rechteck auf. Ich habe meine Ecken abgerundet, einfach weil ich fand, das sieht schöner aus. Und dann schneidet ihr es nur noch aus. In die Mitte malt ihr zwei Striche, zwei parallele Striche, die unten durch eine kleine
Kurve und da schneidet ihr dann rein und schneidet ihr aus. Diese kleine Rundung mit ausschneiden, das muss ganz durch sein, aber oben nicht abschneiden. So, und dann malt ihr einfach nur noch Augen drauf, weil dieses große Ding, was wir gerade ausgeschnitten haben, ist die Nase. Und dann sieht das Ganze in eurem Buch so aus. Das war es dann auch schon wieder mit diesem Video. Abonniert doch meinen Channel, wenn euch solche Videos gefallen. Und ich sehe euch dann beim nächsten Mal. Tschüss!